Da sind wir wieder bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Und jetzt geht der Fall richtig los. Denn wir werden mit... Was ist das? Mit komischen Büchsen durchs Fenster geschmissen. Sieht aus wie so ein komischer Kanister, oder? Ja, wie von so einer Rohrpost oder so. Das hier tickt. Oh. Oh. Gab's auch in der Serie auch, ne? In der ja? TV-Serie. Da explodiert doch auch irgendwann die Wohnung. Echt? Mhm. Ach ja, ja, stimmt. Wir kamen heute der Trailer, ne? Oh! Oh! Ich hab's nicht überlebt, glaube ich. Hm. Das hier tickt. Ich habe gar nicht geschnallt, dass man da irgendwie was... Achso, untersuchen. Erstmal untersuchen. Ich sehe Kabel. Sie könnten mit dem Deckel verbunden sein. Vorsichtig öffnen vielleicht. Ja. Naja, siehst du. Haben wir bei Ding eigentlich ganz gut gelernt hier bei diesem einen Spiel, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Das ist aber geil mit der Uhr. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Du meinst stop dieses Ding, ne? Keep genau. talking or ja. nobody explodes. Das haben wir auch nicht weitergespielt. Okay. Verdammt. Ja, da ist er wieder reinkommen. Aber geil war's schon. Ja. Was mach ich denn jetzt? Ja, da kommen wir nicht nochmal rein. Da müssen wir alles nochmal spielen. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Okay. Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Hm. Kannst also erst den Strom abtrennen? An der Glocke und im Schlägel sind Kabel befestigt. Von der Sicherung vielleicht? Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Aber wie? Na, mit der Kneifzange. Ja, aber was schneide ich denn zuerst ab? Weiß nicht, vielleicht... Hier ist ein rotes Kabel zwischen Wecker und Sekundärverbindung und hier ist... Ich schneide mal den hier ab, oder? Ja. War falsch. Okay, also ins Bomben-Squad gehen wir schon mal nicht. Ein kleines tickendes nee. Geschenk von einem heimlichen... Dann, warte mal, also... Dann trenn doch die Sicherung zwischen Uhr und dieser Zwischenspeicher ab. Dass das erstmal durch ist. Das wäre zum Beispiel der hier. Genau. Nee, hat wieder nicht funktioniert. Okay. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Wo geht jetzt das... Was geht alles von dieser Sicherung weg? Das ist dann der Sicherung unten. Geht hier ein Kabel zur Bombe schon mal. Achso, dann trenne ich den doch jetzt erstmal durch. Damit das... Puh. Den, auch den hier dran. Auch noch. Ja. Wo das eigentlich egal wäre. Genau, oder wenn der, selbst wenn der runtergeht, ist das ja für den egal. Ja, okay. Ja, ist ja egal. Genau. Und jetzt kann ich hier... Jetzt könntest du die eigentlich durchtrennen. Ja. Die Uhr, die mache ich jetzt hier auch noch ab. Überall, oder? Ja. Jetzt geht die Uhr hier noch. War's jetzt, oder? Ich glaube schon. Sicher, sicher. Kannst du vorspulen. Ja. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Etta. Kannst du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Sehen wir uns jetzt einmal die Jacke an. Hier ist sie. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Die Stimme kommt mir total vor wie die von Wesley Crusher. Von dem Jungen? Mhm.
Gut gemacht, Toby. Aber doch, die Stimme von Worf ist doch auch mit drin, Dank oder? Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Ja, oder war das ein anderes Spiel? Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Kann es der Wild selber gewesen sein in Verkleidung? K. war jetzt aber ganz schön schnell dann drin, ne? Ja, der muss ja irgendwie übers Fenster geklettert sein. Und vor allem, er müsste ja dann auch dem anderen jetzt erst noch weggerannt sein. Und müsste noch irgendwo eine andere Jacke hätte er dabei. J.T. Die Initialen des Besitzers. Ja, einen J.T. J.T. Persönlich nicht. Sehen wir uns das mal an. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronen. Jetzt verbrennt das wieder, oder? Vor allem in seinem Blick so, oh, der ist echt wohl der Idiot. Das macht doch ein bisschen lustig. Jetzt glaube ich nochmal angucken. Dieses Blatt Papier ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analysetisch retten können, wenn Wild ihn nicht zerstört hätte. Andererseits, der hat ihn jetzt so voreilig zerstört. Vielleicht hat er den mit Absicht zerstört. Sammelt euch, Mohawks, macht euch auf die Beine und zeigt King George, streuern kriegt er keine von uns für seinen ekligen Tee. Sein Drohen ist vergebens, wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann, zu trinken sein Gesöff aus fremdem Klee. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Mohawks, Tee, das ist Dings, oder? Ja, das ist Dings halt. Boston Tea Party, genau. Sollten wir vielleicht mal im Archiv nachschauen. Ein Gedicht. Aber was bedeutet es? Das ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rally Mohawks. Über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung aufbegehrte. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solch ein Lied mit sich? Was ein Evergreen. Schau mal, ob du in der Bibliothek Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Irgendein Zusammenhang. Nicht besonders kräftig gebaute Mann, okay. Im Archiv, ja genau. Hast du doch alle schon mal gespielt? Nee, das jetzt hier nicht. Beiden Fälle davor, aber mit so einem ganz komischen Typ. Ja, hat aber sicher sehr viel Spaß gemacht. Sah auch gut aus. Geschichte ändern, oder? Green Dragon, ja, war ja einfach. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegene Green Dragon war ein Lokal und zugleich ein beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Dragon eröffnet. Eine dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Wie egoistisch. War eigentlich ganz nett mit der Kombination mit dem Typen. Ja, ist auf jeden Fall unterhaltsam als Watson. Ja, auf jeden Fall. War in diesem Green Dragon diese Szene bei Assassin's Creed 3, wo man nicht mehr den Haytham spielt? Nein. War das in Boston? Ich wollte gerade sagen, gab es irgendwie dieses Green Dragon Restaurant in Assassin's Creed 3? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Boston Tea Party, weiß ich nicht mehr. Gab es eine Mission, wie man sich verkleiden musste? Nee, musste man ja gar nicht, oder? War ja schon Indianer. Ja, ja. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin. Ich habe gestern zu lange Doctor Who geschaut. Wie weit bist du denn? Immer noch nicht sehr weit. Jetzt, nachdem der Urlaub vorbei ist, komme ich nicht so richtig zum Weitergucken. Ich bin jetzt in der zweiten Staffel. Also die erste David Tennant Staffel. Genau. Ja. Hast dich schon den neuen Doktor gewöhnt? Ja. Gleich in der letzten Folge von der ersten Staffel. Na dann. Deduzieren! Verwandelt hat. Analysetisch. Zerstörter Beweis. Orson Welles hat ihren Analysetisch zerstört. Aus diesem Grund können sie das Beweisstück des Bombenwerfers nicht untersuchen. Analysetisch und zerstörter Beweis kombinieren, ne? Ja. Glauben wir, dass der Orson Wild das absichtlich gemacht hat? Ist der dumm oder ist er nur perfide? Ja, das ist halt manchmal... Bei manchen Leuten weiß man nicht, ob sie nur dumm sind oder ob sie bösartig sind.
Bei vielen sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Bei einigen ist es beides. Ich nehme jetzt mal Absicht. Kann ja sein, dass es eine falsche Fährte ist, aber irgendwie finde ich es bei mir. Lustig. Jetzt haben wir eine selbstgebaute Bombe, Trockenbatterie, Weckerspule, Sprengstoff und Kneipe. Das passt, glaube ich, nicht zusammen. Nee, glaube ich auch nicht immer. Naja. Heißt. Oh, brauchen wir jetzt eine Verkleidung? Ja, um möglichst. Also im Morgenrock können wir da ebenfalls nicht hin. Wohl in so einem asiatischen Morgen, so einem Rock würde vielleicht sogar halbwegs passen. Oh, den finde ich irgendwie ein bisschen cool. Seelsorge. Weiß nicht, sieht irgendwie ganz cool nicht aus. Mal was Neues. Gut. Ist so witzig. Halt ihn noch gleich die Perspektive um. Hoppla, so. Vielleicht mit dem rechten Stick reindrücken? Ja. Links Stick. Und, schau mal, nimm mal die Tasse nach oben vielleicht? Also die, ich glaube, es ist eine von den Linkstasten. Wie schnell Mr. Wild doch Vater verstanden hat. Von den Buttons. Ne, von den vier Buttons. Kreis ist es. Naja, schauen wir mal. Kreis ist es, oder? Ich sag immer Sir Toby. Toby hat einen Hut auf. Das ist genau wie Vater. So stolz. Creepy Children. Und gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar. Danke, Vater. Ist das Wild? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Ah, Dummkopf. Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. In den Zoo? Warum denn das? Vielleicht, weil heute mein Geburtstag ist? Burn. Ach so, ehrlich. Es tut mir leid, Kate. Wilds Besuch hat mich... Nun, hier hast du etwas Taschengeld. Kauf dir was Schönes. Gut, ich gehe dann mal. Kate. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Kannten sie dich überhaupt? Kate, komm zurück! Hey, hey, hey. Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Da Alice gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend gehen. Ja, da müssen wir bestimmt über den Balkon. Oder wohnt sie unten? Mal raus, oder? Ich glaube, bei ihm im Zimmer ist ein Balkon. Weil wir standen doch irgendwie mal auf dem Balkon, oder? Ja, ja. Ach, die wohnen jetzt, glaube ich, nach rechts rüber. Genau. Drama. So, gut gespielt auch. Oh, the drama. Oh ja, oh, bitte. Na. Ich muss mehrere. Ja, ich überspringe das sofort. Ich mag das nicht. Darfst nicht überspringen. Was? darf ich wirklich nicht? Mehrere Dietriche gleichzeitig, um die Schlossscheiben anzuheben und das Schloss zu knacken. 3 und 1, aha, na gut. Also, die 1. Meinst du, in wessen Erinnerungen wir diesmal hineinschweben? Ich will es nicht wissen. Aber seine Geburtstagsreaktion auch so der Klassiker: hier kauft ihr was Schönes. Stimmt. Du kannst es jetzt überspringen. Jetzt warte mal. Oh. Gerade im Flow, glaube ich. Ja. Ich sehe. Nee, Moment. The
Flow hat ein Problem. Er fließt nicht mehr. So, nee, Moment. Oh, the drama. Moment. Ich hoffe, in der vierten Staffel schon Sherlock auf ähnliche Szenen. Also halbe Stunde lang nur, wie sie eins und Schloss versuchen aufzukriegen. Ja, uns ist das Geld ausgegangen. Jetzt, wo die BBC keine EU-Förderung mehr kriegt. Die BBC überhaupt EU-Förderung wahrscheinlich, oder? Souveränes Schloss aufgemacht. Ja. Die BBC, ja, stimmt. Weiß nicht, hat die irgendwelche EU-Förderungssachen vielleicht? Weiß ich nicht, aber dann kann es passieren, dass Sherlock jetzt nur noch halb so viel Kohle bekommt für die Produktion einer Folge und wäre dann auf dem Niveau von Tatort. Auf diesem. Ne? Damit sich dann nee, alle Quatsch. Deutschen Feuilletons. Tatort ist ja teurer. Tatort ist teurer, ja. Da. Das ist ein Beruhigungsmittel. Hey. Bitte. Äther oder irgend so ein geiles. Riechen, oder? Geruchlos. Wird ja alles sein. Schmeckt sehr bitter. Geiles Sherlock, schmeckt bitter. Das ist ein Schlafmittel. In den Krimis, wenn sie dann immer das Kokain testen. Mhm. Finger sie rein und ablecken. Ja, genau. Mhm. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Wollte ihr ein Schlafmittel schenken. Alles scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. Bett? Alice hat die Maschine erst vor kurzem benutzt. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdenlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Daher müssen Sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Morgen abholen lassen. Ah. Da vorne war noch. Warum schiebt sie nicht da? Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier geschlafen. Ja? Mhm. Ein Wachszylinder. Oh, es ist wieder so ein. Oh nee, schau mal, das ist schon wieder so ein geiler Mechanismus da unten. Das ist ja wie bei Penny Dreadful. Drehen Sie die Scheiben so, dass eine durchgehende Verbindung zwischen dem linken und rechten Ende des Schlosslabyrinths besteht, um den Kasten zu öffnen. Ah ja. Nicht wegen dem Rätsel, sondern hier wegen dieser Wachsscheibe da. Ein Wachsbällchen, wo die dann die Tonspur aufgenommen haben. Kommen Sie? Ich hab nur die erste Folge gesehen. Achso, okay. Wer ist in der dritten Staffel? Nee, Schmarrn habe ich nicht mal. Ich habe Harry Potter hast gesehen, die erste Folge. Nee, ich habe nur Ding gesehen. Ich glaube, das ist richtig. Nee, war es nicht. Einmal muss ich noch weiter. Das war schon so. Dann geht es hier oben nicht weiter, genau. Ich habe nur die erste von Ripper Street gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Das fand ich gar nicht so übel. Nee, das passt da schon gerade. Ja? Jetzt geht's hier unten weiter, oder? Genau. Genau. Gut. Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass meine Krankheit gewonnen hat und ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, denn ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand grämt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weiß wem wirst leben müssen, so. Bei einer unbekannten Familie. Ich habe kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen. Nicht nachdem, wie sie auf schändliche Art mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel. Du kennst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt. Vielleicht werden wir ja schon bald wieder miteinander reden. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese verstarb. Bisschen creepy. Seiten. Liebe Alice, ich musste gerade an dich denken und das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich würdest.
Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein damaliges Leben denke. So unglücklich in jeder neuen Familie, wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als eine Dienerin. Du musstest so viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mit der allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden, der ganze Schrecken liegt jetzt hinter dir. Du bist eine erwachsene, unabhängige und wunderhübsche junge Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast, mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Alice war bei keiner ihrer Adoptivfamilien glücklich. Wer ist denn die eigentlich? Ist es nur seine Nachbarin, oder wie? Oder woher kennen die sie? Ja. Achso. Er steht früh auf, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt Wiggins. Sein Freund Dr. Watson ist immer in der Nähe. Sie scheinen eng befreundet zu sein. Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrade. Kate ist so reizend, so ehrlich und naiv, aber Holmes verbringt keine Zeit mit ihr. Sie spioniert mir nach. Laut. Your mother, Sarah de Bouvier. Sarah de Bouvier ist Alice' Mutter. Ein seltsamer Buchgeschmack. Certified. Was? Copy of an entry of birth Geburtsurkunde Alice Fluella Hamiltons, 10. September 1867 in. Ihr vollständiger Name lautet Alice Fluella Hamilton. Liebe Mr. Bouvier, ich wollte Sie informieren, dass ich Ihren Mietvertrag vorbereitet habe. Sie können ihn abholen, wann Sie möchten. Mir ist jeder Abend unter der Woche recht, Mrs. Sie hat den Nachnamen Ihrer Mutter benutzt, um diese Wohnung zu mieten. Kate schläft vermutlich hier. Oh, wie, hä? Die Kate ist im Home seine Adoptivtochter. Wie meinst du das jetzt mit, also... Die Kate ist ja im Home seine Adoptivtochter, ja, genau. Die pennt aber bei der Alice oben auf dem Sofa. Wieso hat die kein eigenes Zimmer beim Holmes oder so? Ja, die hat da jetzt ja nur mal irgendwie übernachtet. Vielleicht finden wir es in der nächsten Folge raus. Genau, bis dann. Ciao.